Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wolfenstein The New Order! Wir haben jetzt hier unsere kleine Rebellenbasis mit verschiedenen Leuten, die wir jetzt erst noch kennenlernen werden. Und wir haben hier gefühlte 3000 Zeitungsschnipsel. Wird vielleicht eine Lesefolge oder vielleicht lesen wir ja jedes Mal nur ein paar vor. Ich weiß ja nicht, wie lange die hier hängen. Moskau in Flammen, Stockholm, 16. März. Nach wochenlangen Bombardierungen durch das Regime sollen sich die russischen Truppen in der vergangenen Nacht aus dem in Flammen stehenden Moskau zurückgezogen haben. Die Einschläge der Artillerie waren die ganze Nacht über bis in die frühen Morgenstunden zu hören und verwandelten die Moskauer Innenstadt in ein Ruinenfeld. Bislang gibt es keinerlei Hinweise über den Verbleib des russischen Oberkommandos. Mein Gott. Lassen Sie mich in Ruhe. Oh Gott, ja? Das müssen wir noch merken, oder? Ich kenne Sie nicht. Und ich brauche keine neuen Freunde. Okay. Die britische Tyrannei hat ein Ende. London, 21. Juni 1948. Im Schrein der aufgehenden Sonne wehte an diesem Morgen unsere Flagge über dem Buckingham Palace und markierte das Ende einer tyrannischen Monarchie, die das britische Volk über viele Jahrhunderte im eisernen Griff gefangen hielt. Der für die Invasion Großbritanniens verantwortliche Oberbefehlshaber Gerolf Feigenbaum gab zu bedenken, dass zwar mit bewaffnetem Widerstand zu rechnen sei, aber die Mehrheit der britischen Bevölkerung schon bald erkennen würde, wie sie von den Kriegstreibern ihrer Regierung zum Narren gehalten wurde. Nach der Kapitulation fällt das gesamte Commonwealth nun unter unsere Kontrolle und die noch bestehenden Armeen haben den Auflösungsbefehl erhalten. So, was haben wir noch? Kannst du mal bitte aufhören? Sind Sie taub? Hey! Beschäftigt! Hauen Sie ab! Ich will auch gar nicht mit dir reden. Ich lese hier. Merkst du es vielleicht noch? Affe, ey. Extrablatt! Extrablatt! Häftling aus Eisenwald geflohen. Berlin, 13. Oktober 1960. Am frühen Morgen ist eine kleine Gruppe Inhaftierter aus dem Gefängnis von Eisenwald geflohen. Laut Polizei handelt es sich bei ihnen um höchst gefährliche Mörder, Vergewaltiger und Abweichler. Es wird geraten, auf Personen mit ungewöhnlichem Verhalten zu achten und sachdienliche Hinweise zu ihrer Ergreifung zu melden. Ja, das war die Extrablattstimme. Das sind immer noch fünf. Großer Erfolg in Asien. Berlin, 8. Juli 1948. Am frühen Montagmorgen führte ein spezielles Einsatzkommando einen Angriff auf die letzte Bastion der Volksbefreiungsarmee durch und nahm deren Anführer in Gewahrsam. Innerhalb nur weniger Stunden verkündete die Republik China ihre bedingungslose Kapitulation. Experten waren der Meinung, dass der japanischen Regierung nun nichts anderes übrig bleiben würde, als ihre territorialen Ansprüche in Asien aufzugeben. Aus dem Lager des Oberbefehlshabers ist unterdessen zu hören, dass ein Plan für China und Japan erarbeitet wird, demzufolge die beiden Länder in Satellitenstaaten mit eigenständiger Regierung und eigenem Militär umgewandelt werden sollen. Selbstverständlich werden diese Staaten unserer Kontrolle unterliegen. Ja, beste Kontrolle sonst, wenn ich vom Regime... Die Roten kapitulieren. Achso, das sind ja die ganzen Kapitulationen. Ja, mir fällt das jetzt erst auf. Moskau, 12. Dezember 1946. Der harte russische Winter schlägt mit eiskalter Wucht zu. Doch davon ist auf den rosigen, lachenden Gesichtern unserer siegreichen Truppen und des russischen Volkes nichts zu sehen. Das letzte Gefecht gegen die russische Armee fand in Ichevsk statt, nachdem diese monatelang versucht hatte, die russische Hauptstadt zurückzuerobern. Ein Unterfangen, das nach zahlreichen Rückschlägen und Hunderten von Opfern unter der Zivilbevölkerung schließlich das Volk gegen sein eigenes Militär aufbrachte. Durch die nächtlichen Bombenangriffe auf die Rüstungsfabriken im Ural war es nur eine Frage der Zeit, bis die Moral der russischen Streitkräfte gebrochen war. Der mörderische russische Tyrann konnte indessen noch nicht gefunden werden, doch es gibt Gerüchte, dass er von seinen eigenen Gefolgsleuten ermordet wurde. Aje, haben die sich hier mit selber in die Scheiße geritten oder was? Triumph im Osten! Ne, ist kein Extrablatt, sorry. Berlin, 4. April 1947. Es war ein schwerer Schlag für die russische Armee, als unsere Flagge heute Morgen am Westufer der Wolga gehisst wurde. In einer Stellungnahme gegenüber unserem Reporter vor Ort sagte Oberbefehlshaber Friedrich Ritter, dass der Sieg nicht nur der harten Arbeit und Opferbereitschaft der Armee zu verdanken sei, sondern auch einer neuen Waffe, die zum ersten Mal im Kampf eingesetzt wurde. Der Panzerhund ist eine mechanische, selbstständig handelnde Kriegsmaschine, die weder Angst verspürt noch Mitleid zeigt. Es ist eine reine Todesmaschine und wird die Gegner in Stücke reißen. Findet das die
Bevölkerung vom Regime hier toll, wenn es solche Hunde gibt? Ich verstehe das nicht. RAF geschlagen, aber nicht besiegt. Liverpool, 15. Juni. Die Royal Air Force musste gestern im Kampf um Liverpool eine schwere Niederlage hinnehmen. Obgleich auf beiden Seiten hohe Verluste gemeldet wurden, sah sich die Royal Air Force gezwungen, nach dem Verlust von mehr als 2/3 ihrer Kampfflugzeuge den Rückzug anzutreten. Doch trotz der überwältigenden Überzahl der Feinde werden unsere tapferen Männer in der Luft weiter für König und Land kämpfen. Dieser Kampfgeist ist womöglich das, was uns Engländer ausmacht. Wir Engländer kämpfen bis zum bitteren Ende. So ein Ladenbesitzer, der sich im Kampf gegen die Flammen in der St. Luke's Church beteiligte. Ich will verdammt sein, wenn ich zuließe, dass einer herkommt und uns sagt, was wir zu tun haben. Ein Bruder im Geiste des RAF-Piloten Jameson. Dieser wurde nämlich am gestrigen Tag über Liverpool abgeschossen und stürmte aus einem brennenden Flugzeugwrack. Sein Körper in Flammen und nur mit einer Pistole bewaffnet und erschoss 4 Fallschirmspringer des Regimes. Bevor... Oh fuck, habe ich vorhin nicht gescrollt? Konnte man bei den anderen auch scrollen? Bevor er schließlich seinen Verletzungen erlag, selbst mit dem Feind auf der Todesschwelle, wird die Royal Air Force zur Hölle und wieder zurückfliegen, um ihn wieder aus England zu vertreiben. Gute Jagd, Jungs. Regime überquert Atlantik. Vancouver, 3. Januar 1947. Anfang dieser Woche wurde ein feindliches U-Boot in der Cabot-Straße versenkt, nur wenige Kilometer vor der Küste von Cape North. Heute überquerten hunderte von Schiffen den Atlantik und die ersten Truppen des Regimes setzen ihren Fuß auf kanadischen Boden. Wir müssen jetzt tapfer sein, so der Premierminister in einer Radioansprache. Jetzt oder nie, unsere Jungs an der Front brauchen ihre Unterstützung zur Verteidigung unseres Landes, zur Verteidigung unserer Freiheit. So, das war's. Jetzt haben wir noch auf dem Bilder von Leuten, die ein bisschen verpixelt sind. Den kennen wir ja. Sie kennen wir auch. Die haben wir im Zug getroffen, aber ansonsten ist das hier schwierig alles. Oh, jetzt hängt ja noch ein Artikel. Was ist denn hier los? Letztes Licht von England. Paris, 17. September 1951. Okay, das ist jetzt schon ein paar Jahre später. Der erbitterte Widerstand der tapferen Bewohner von London wurde laut Londoner Quelle gebrochen. Nach den Aufständen von August, die für die Widerstandskämpfer wie ein Wendepunkt schienen, ließ das tyrannische Regime nun sein neuestes Werkzeug der Unterdrückung von der Leine. Ein monströses Ungeheuer namens Auge von London. Was? Augenzeugen beschreiben den Kampf als ein Massaker. Nachdem in gepflasterten Straßen das Blut der tapferen Widerstandskämpfer stand, die von der gewaltigen Maschine zerquetscht oder niedergemäht worden waren. Elite-Kampfeinheiten rückten von Block zu Block vor und löschten die letzten versprengten Reste der Freiheitskämpfer systematisch aus. Das ist alles sehr, sehr ekelhaft. Jay, erzähl mir doch was Schönes. Oder auch nicht. Können wir auch sein lassen. Eine gut sortierte Werkbank. Glaub kaum, dass unser Gitarrenspieler meckert, wenn ich sie mir ausleihe. Genau, wir probieren mal was. Man kann ja wohl Sachen bearbeiten, ja? Was kann ich denn hier machen? Oh. Rüstungsverbesserung, kann ich noch was machen? Ich will noch was. Oh, ein guter deutscher Schäferhund. So, die wollen beide nicht mit mir reden. Du willst mit mir reden, aber ich denke, das ist questmäßig wichtig. Deswegen machen wir erstmal ein paar andere Sachen. Verschlossen. Ich bin jetzt auf, Freiheitskämpfer. Max, ich habe überall nachgesehen, aber ich habe den Hammer nicht gefunden. Hast du ihn gesehen? Gott, das ist riesig. Max Hass! Max Hass. Okay. Den haben wir vorhin schon gesehen. Das muss Max Zimmer sein. Was versteckt Max da drin? Ist das der Ordner zum Projekt Flüsterton? Brauche entweder eine Brechstange oder einen anderen Weg. Tja, dann müssen wir wohl eine Brechstange suchen. Vielleicht war unten in der Werkstatt eine, keine Ahnung. Ich habe vorhin keine gesehen, vielleicht kann ich die auch jetzt erst aufheben. Oh, hier geht... Ei, das waren ja mal wirklich viele Freiheitskämpfer. Und jetzt sind nur noch die paar übrig. Na toll. Mond! Ja. Vereint wir sind unter der großen Forscher. Mond! Ja. Welches Zimmer ist das? Aber auch keine Brechstange hier. Schade, Schokolade. Leitartikel. Ist Terrorgefahr gebannt? Fragezeichen. Berlin, 13. Oktober 1960. Ein seltsames Gefühl der Ruhe überkommt mich bei meinem morgendlichen Spaziergang auf der Straße.
unter den Linden. Erst tue ich mich noch schwer, damit zu verstehen, woher dieses Gefühl stammt und warum ich es so lange nicht empfunden habe. Doch dann wird mir klar, dass es in den letzten 6 Monaten keine terroristischen Aktivitäten gegeben hat. Keine erbarmungslosen Gemetzeln an unschuldigen Zivilisten, keine Autobomben in friedlichen Wohnvierteln, keine Selbstmordanschläge in öffentlichen Verkehrsmitteln. Hat die Geheimpolizei den Krieg gegen den Terror ein für alle Mal gewonnen? Man weiß es nicht. Oh, es tut so gut, wieder zu Hause zu sein, Captain. Jetzt muss ich mich erstmal aufs Ohr hauen. Du bist aber nicht zu Hause. Ja. Unser Zuhause müssen wir erst noch holen. Zurückholen. Tools. Oh, ein Klo. Schön. Mal spülen hier, hat jemand vergessen. Die Spülung geht jedenfalls noch. Sehr gut. Aber sonst ist hier nichts. Ach, ich liebe Wurfmesser. Die sind so cool. Ja, können wir hier einfach wieder runterspringen? Au, was? Verliert mir 4 Leben. Regeneriere ich die hier nicht? Max, bitte geh zur Seite. Max, geh zur Seite. Das hier ist wichtig. Max, komm her! Komm schon! Alles in Ordnung. Alles wird gut. Alles gut. Es tut mir leid, ich hätte wissen müssen, dass er ihn genommen hat. Ich bin gespannt. Oh, okay. Ich glaube, das sollte ich eigentlich noch nicht tun, oder? Am Himmel ziehen die Schaf, die Sternlein sind die Lämmerlein. Oh Mann, der hat es echt nicht leicht. Die haben es ja wahrscheinlich alle nicht leicht, aber er weiß wahrscheinlich nicht mal wirklich, was hier los ist. Hey! Ah, das zählt als Level hier. Was? Wo bin ich denn jetzt? Ich bin verwirrt. Maximal verwirrt. Kommen wir da runter? Keine Ahnung. Ein Bett? Das ist verschlossen. Aber hier geht's weiter. Oh, und dann sind wir hier hin. Hä? Kann ich sie darauf ansprechen? Das sieht so aus, als wenn hier irgendwie ein Junge lebt oder so. Jedenfalls ein Kind, muss ja kein Junge sein. Wer weiß, wer weiß. Sehr interessant. Achso, komme ich zurück. Ja, klar. Ach. Dann eben wieder hier oben lang. Oh! Goldene Urne fast übersehen. Das wäre es ja noch gewesen. Springen wir hier rüber. Springen wir nicht darüber. Gehen den normalen Weg und dann können wir jetzt mit ihr sprechen. Glaube ich. Oder finde ich noch irgendein Geheimnis? Ich glaube nicht. Das dürfte alles gewesen sein. Na naja, gut, jetzt sind wir hier. Was? 13 Minuten durch die Gegend gerannt. Oh, keine Jacke mehr an. Vielen Dank, Captain Blazkowicz. Sind Sie bereit für einen Einsatz? Immer bereit. Freunde. Und Kameraden, es ist soweit. Projekt Flüsterton. Es war viele Jahre in Entwicklung. Ein Hubschrauber. Dem Regime ist es gelungen, ihn nahezu lautlos und unsichtbar für das Radar fliegen zu lassen. Anya hat Funksprüche aus London abgehört und in Erfahrung gebracht, dass die einzigen 3 Prototypen in der Forschungseinrichtung London Nautica stehen. Mit Captain Blazkowicz im Team können wir einen Angriff wagen. Die Tage, in denen wir uns wie Ratten verkriechen mussten, sind vorbei. Mit diesen Maschinen können wir jederzeit und überall zuschlagen. Wir werden den Wiesenau-Kreis neu aufbauen, uns bis an die Zähne bewaffnen. Wir werden uns erheben und Totenkopf für immer vernichten. Sie glauben, der Krieg ist vorbei.
dass wir schwach sind, geschlagen, nicht den Mut haben, gegen sie zu kämpfen. Und wie immer irren sie sich. Ich muss 14 Stunden fahren. Hab eine Nasennebenhöhlenentzündung. Und seit 8 Monaten nicht mehr ausgeschlafen. Also los, Leute. Denn nochmal mache ich das nicht. Vielen Dank für deinen Einsatz, Bobby. Schluss damit. Ich will's einfach nur hinter mich bringen. Wird er zum Verräter? Memo! Beruhig dich! Jetzt! Komm schon! Weg vom Fenster! Die Papiere bitte! Bitte nicht wundern, wenn sie jetzt immer so ein bisschen quietscht, aber das ist mein Stuhl. Ich weiß nicht, ob das. Danke, so, sie so können ist, passieren. Weil er recht neu ist. Vielen Dank. Keine Ahnung. Also nicht wundern, was es ist. Ich pups hier nicht rum. Servus, servus. Ja, grüßt euch, grüßt euch. Der riesige Schandfleck von einem Gebäude, da ist das London Nautica. Das war mal die Innenstadt von London. Hab hier in den Straßen gekämpft. Erbittert und unnachgiebig Widerstand geleistet. Dann kam das Regime mit dem Auge von London und alles ging den Bach runter. Die können jetzt hier einfach machen, was sie wollen. Haben den ganzen Scheiß eingeebnet und dann dieses Scheißmonster hingestellt. Eine der wichtigsten Forschungsstätten des Regimes. Luft- und Raumfahrt, echt üble Scheiße. Caroline und die anderen müssten inzwischen am Funkturm sein. Sehen Sie ihn? Anja sitzt am Funkgerät in Berlin. Hiermit können Sie sie erreichen. Oh, schön. Hier steigen Sie aus. Eieiei. Bis dann, Bleskovic. Vergeigen Sie es nicht, okay? Bis später, Peter. Oh nein. Vielleicht auch nicht bis später. Au! Danke! Ich bin der Arzt getan, oder? Fast 300 Kilo Sprengstoff im Kofferraum. Ich habe die Druckwelle bis hierhin gespült. Doch, ich war ganz angenehm hier. Blaskovic. Wir gehen auf der Spitze des Funkturms in die Straßen von Ihnen entfernt in Stellung. Wir müssen irgendwie bis zur obersten Ebene des Nautica vordringen und die Hangartüren öffnen. Dann komme ich mit den anderen Piloten hinein. Was zur Hölle? Kommt der Hund? Ich will es aufheben. Ist nix. Gut, ich will es doch nicht aufheben. Jetzt komme ich da unten so nicht durch. Stell bevor der Hund kommt. Schall gedämpft, bitte. Und jetzt? Ach so, ich muss auf den Hund schießen. Nee. Oder auch nicht. Aua! Ich kann doch da auch nicht einfach durchrennen. Tagezeit. Oh, ich bin Idiot! Verkommener Idiot, hab ich voll vergessen. Siehst du, da habe ich schon wieder. Wo habe ich gestern gespielt? Nee, gestern habe ich nicht, mich nicht gespielt. Und schon weiß ich es nicht mehr. I cut my way. Okay. Ich wurde ein bisschen doof gespielt. Ey, hör auf! Jetzt aber fix. Wo jetzt? Wohin jetzt? Hier, gut. Nee, doch. Boah, was ist denn hier los? Alter! William,
hier die Baupläne des Gebäudes. Ist ein langer Weg nach oben. Oh mein Gott. Ist aber nicht schön hier. Oberstleutnant! Ich hätte auch einfach mein Messer werfen können oder so. Darum ist da irgendwo jemand. Dem geht's wohl auch nicht so gut. Oh doch, ist ein Arzt. Keinen Schritt weiter! Stehen bleiben! Warum habe ich meine Wurfmesser nicht? Vor dir ist der Empfangsbereich. Geh bitte ganz bis zum anderen Ende, durch die große Tür und in die Mondkuppel. Sie müssen Erfolg haben, Blazkowicz. Dann war Bobbys Tod nicht umsonst. Kein Anzeichen vom Auge von London. Scheinbar alles okay, solange wir mit den Hängegleitern nicht abstürzen. Das Auge von London möchte ich auch ungern sehen. Möchte ich auch nie kennenlernen. Ich weiß auch nicht, obwohl ich sehen würde ich es dann doch schon gerne mal. Nur nicht kennenlernen! Was ist denn das? Boah, der hat aber eine Kraft, der Junge. Steh auf! Oder schieß, mach doch was! Irgendwas! Ja, ein Schuss auf den Rücken reicht oder was? Wenn der trifft. Sieht jedenfalls so aus. Ich habe jetzt nur 40 Leben. WTF. Scheine Lom. Naja, gut. Muss reichen. Ah ne, da ist wieder ein Medikit. Ich habe mitgedacht, die Jungs. Na toll. Wo ist das? Wo ist es? Ist kein Kopf gewesen. Wo seid ihr? Das Waffenwechsel kotzt mich manchmal echt an. Das will nicht so, wie ich will. Muss erstmal wieder richtig reinkommen hier, ne? Daran liegt es ganz bestimmt nicht daran, dass ich etwas scheiße bin. Wir machen das jetzt anders. Haben wir nämlich Granaten, dann ist hier oben noch eine Rüstung, die ich nicht brauche. Fuck. Oh, was ist das? Shotgun. Sehr gut. Munition brauche ich gerade auch nicht. Granate! Mir fehlt hier irgendwie dieser actiongeladene Soundtrack. So in den Kämpfen. Tesla-Granate. Hi. Soll ich gerade wieder ein Wurfmesser schmeißen? Hab voll vergessen, dass ich es ja wieder nicht dabei hab. Medikit! Ja, Rüstung. Härter als gedacht, das Ganze hier.
Wo ist der? Da, oh Gott. Ich hoffe, das hat sich mit dem erledigt. So, kann ich die Kisten aufschlagen? Nee. Limit erreicht an Granaten. Nein, er lebt noch. Okay. Ah, das war die Explosion. Okay. Gut, dann eben nicht. Kann ich die Dinger irgendwie abnehmen? Halten zum Entfernen. Ein klares Ja. Hallo, hört auf zu schießen. Das ist aber auch... Dieses Waffe wechseln. Ich will ein Sturmgewehr. Gib mir nicht... Ich möchte ein Sturmgewehr, nicht zwei. Zwei ist die Granate. Drei ist zwei Pistolen. Vier ist zwei Sturmgewehre. Nochmal. Ah, alles klar. Das muss einem doch gesagt werden. Oh. Willst du mich verarschen? Kannst du dich so schnell umdrehen? Ah, man kann denen das Auge wegschießen. Ja, sag das doch einer. Wovon spricht? Ich bin die ganze Zeit ruhig, damit ihr den hören könnt, aber irgendwie erzählt er jetzt nichts so Besonderes. In der Mondkuppel findest du eine Tür zum Wartungsbereich. Such nach einer Tür in der Außenwand, fast ganz oben in der Kuppel. Natürlich geht es wieder zu. Nice. Fuck. Es mag mir gefallen, dieses Gewehr. Ich schoss mal für so einen Roboter da drauf. Echt Wahnsinn. Von wo kommen die eigentlich? Oh fuck. Hä? WTF? Was ist denn hier los? Ich treffe ja nichts. Da sehe ich seinen Kopf nicht. Der ist tot. Der auch. Der auch. Nein! Oh Gott, nein! Mama! Nicht einfach, das Spiel. Ich sollte es nicht unterschätzen. Gut, hier oben ist der Mond. Mond, ja, ja. Gut.
Oh, Ofenmesser? Da. Was ist das? Das ist eine normale Pistole. Wer schießt denn jetzt noch? Ich sollte bei den Drohnen nicht das Scharfschützengewehr benutzen. Macht absolut keinen Sinn. Bei Schrotflinte geht das besser. Siehst du die Tür zum Wartungsbereich? Sie ist im Sternenfeld, ziemlich weit oben in der Kuppel. Kannst du sie irgendwie erreichen? Ja. Ich denke schon. Sieben Leben verloren für das? Gut. Mr. Supersoldat, hab ich schon verstanden. Klar. Verdammt! Scheiße! Was ist, warum liegt die zwei überhaupt? Also auf der zwei, warum liegen da überhaupt Granaten? Echt? So, eine Pistole. Nicht Akimbo. Ein Sturmgewehr. Akimbo ist manchmal ganz cool. Gerade nicht. Kommen aber nicht, ne? Achso, da war ja auch ein Gitter davor. Haha. Da müsste eine Luke in der Wand sein. Arschloch. Der Zugangstunnel zum Fahrstuhlschacht. Nein! Och, alles nicht nachladen. Ich will da lang. Okay, wir schauen erstmal, was es noch auf der anderen Seite gibt. Vielleicht gibt es da noch irgendwelche Sachen. Fuck. Aufnahmezeit. Aufnahmezeit. Überschritten. Da ist eine Leiter. Mal gucken, ob ich hier noch Sachen durchladen kann. Alles jetzt ist alles durchgeladen. Wo es nicht mehr so wichtig ist. So, aber wir beenden die Folge erstmal. Wir sind schon wieder bei 32 Minuten. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like und einen Kommentar da, dann sehen wir uns beim nächsten Mal.